Wir sind zwei Freunde, die die Schule abgebrochen haben, ausgewandert sind, jetzt im Ausland unsere E-Com und Personal Brand aufbauen, um uns dieses Jahr noch ein AMG GTC und R8 leisten zu können. Und in dieser Serie zeigen wir euch unseren Business-Alltag. Ich wollte Max gerade eine Sache erklären, aber ich erkläre es euch einfach mit on-cam. Gestern habe ich im Flugzeug halt einfach Videos geschaut über YouTube. Das heißt, wie das Ganze funktioniert, wie man Reichweite aufbaut und so weiter. Und da hat halt vor allem Mr. Beast richtig viele Tipps mitgegeben. Und es ist wirklich krank, was es auf YouTube an Knowledge gibt. Wenn wir denken, okay, wir wissen jetzt ungefähr, worauf es ankommt, dann liegen wir absolut falsch. Wir wissen vielleicht 5% von dem, was es auf YouTube bedarf. Er meinte, wenn er morgen einen Kanal starten würde, der 0 Follower hat, dann würde er in 6 Monaten 10 Millionen Abos haben, weil es einfach nur alles Knowledge ist. Und Digga, wenn ich jetzt einen Weg finden müsste, wie wir in 6 Monaten 10 Millionen Abos haben, keine Ahnung. Ich hätte wirklich gar keine Ahnung. Das heißt, wir müssen uns viel mehr in das Thema reinfuchsen. Ich habe auch richtig viele Notizen gestern in dem Flug gemacht, die wir auf jeden Fall umsetzen werden. Also denke ich, werdet ihr auf jeden Fall bemerken, dass sich in Zukunft was an unseren Views und vor allem auch an den Videos, Thumbnails und Titeln ändern wird. Und wie ihr seht, wir sind wieder zurück in der alten Arbeitsumgebung. Die Marbella-Zeit ist vorbei. Jetzt wird wieder hier an diesen Schreibtischen produktiv gearbeitet. Was werden wir machen? Wir werden heute hauptsächlich zwei Aufgaben machen. Und zwar erstens haben wir sehr viele Notizen bezüglich unserer exklusiven Community Future 1% gemacht. Und da wollen wir jetzt einfach gucken, wo das in den nächsten Monaten hingehen soll. Beziehungsweise werden einfach eine Roadmap machen, einen Plan, was wir alles umsetzen werden. Und das wird sehr lange dauern. Die zweite große To-Do wird sein, den Blaulichtfilter-Shop, also den Shop für die Blaulichtfilterbrillen für unsere E-Com-Brand Moonshift, fertig zu bekommen, dass es launch-ready ist, weil die Produkte kommen schon in 2 Wochen an und dann können wir verkaufen, beziehungsweise wir können vorher schon verkaufen. Wir haben nämlich vor, ein Presale zu machen. Eine Woche vorher können die Leute sich schon die Blaulichtfilterbrillen sichern, damit die sich einfach ein Produkt sichern, weil wir haben nur einen bestimmten Warenbestand von 1000 Brillen und da werden wir jetzt alles launch-ready machen. Das sind die zwei Haupt-To-Dos. Es wird lange dauern heute und dann nehmen wir euch mit. Und da in letzter Zeit viele neue Leute dazugekommen sind und nicht wissen, wovon wir reden, das hier ist die Blaulichtfilterbrille, die wir demnächst verkaufen werden. Das kommt in so einer Box hier. Hier habt ihr noch so ein Brillen-Etui dazu. Und hier ist dann die Blaulichtfilterbrille. Genau, wir haben sehr viel Wert auf Hochwertigkeit gelegt. Das heißt, es ist nicht so billiges Plastikglas, sondern es ist wirklich richtiges Glas. Nicht so wie bei den anderen meisten Blaulichtfilterbrillen. Und es fühlt sich generell sehr hochwertig an, sitzt angenehm auf der Nase. Ich bin selbst Brillenträger gewesen, weiß, wie sich das anfühlt und die ist sehr, sehr angenehm. Und kurz gefasst wird ihr einfach am Abend eure Augen schonen, wenn ihr noch spät in die Nacht arbeitet und ihr werdet besser einschlafen können. Und wo könnt ihr euch die Brille dann sichern, wenn wir den Presale machen? Schaut einfach mal auf der Website moonshift.de vorbei und da könnt ihr euch dann im Newsletter eintragen. Da geben wir euch dann alle Informationen per E-Mail, wann und wo ihr die Brille kaufen könnt. Und verfolgt natürlich aktiv diese Serie vom Kia zum Supercar. Dann werden wir es auch genau sagen, wann die Brille rauskommt und hier in die Beschreibung einen Link packen. So, das YouTube-Video ist in der Pipeline. Wir sind auf jeden Fall endlich wieder am Hasseln und am Durchziehen. Was machst du dir hier zu essen? Lachs, Reis, clean. Endlich wieder clean. Es ist echt unglaublich, wie sowas fehlt. Real Talk. Und ihr wisst Bescheid, für mich gibt es erstmal noch keine Mahlzeit. Ich werde erstmal weiter mit Luz erledigen. Was steht jetzt als nächstes an? Ich muss jetzt erstmal einen kleinen Text für FP, die Community, schreiben. Ihr erinnert euch, die Abzugshaube rastet immer richtig aus, wenn die an ist. Ich wollte jetzt gerade aufmachen. Ich habe es aufgemacht und es ist mir so entgegengeflogen und jetzt ist das, keine Ahnung, durch oben so rausgegangen. Alter, ja, das war einfach nur falsch auf Kipp. Wir müssen es wieder jetzt einrenken. Das ist unglaublich. So, und für mich gibt es jetzt auch die erste Mahlzeit. Der Text wird fertig geschrieben. Es gibt Steak mit Spiegeleiern. Absolut clean. Ihr wisst Bescheid, wir bestellen unsere Sachen nach Hause, weil wir nicht einkaufen gehen, spart einfach enorm viel Zeit. Und ganz wichtiger Tipp, der mir jetzt gerade wieder eingefallen ist. In der Tüte liegt nur Fleisch und Wasser. Und so werden wir überhaupt gar nicht erst in die Versuchung kommen, nicht clean zu essen, weil wir nur cleane Sachen im Kühlschrank haben und dementsprechend auch nur clean kochen können. Das heißt, schafft euch die Umgebung, in der ihr gar nicht scheitern könnt. Scheißt auf die ganzen Distractions, auf die ganzen Ablenkungen, alle Dinge, an denen ihr halt einfach scheitern könnt. Cuttet das einfach aus, genauso wie eure Arbeitsumgebung. Stellt nicht 1000 Sachen irgendwie auf euren Tisch, die euch ablenken können. MacBook, Bildschirm, easy, fertig, Arbeit, mehr nicht. Immer wirklich die Umgebung einfach nur auf den Erfolg anpassen und dann werdet ihr gar nicht scheitern können. Sehr, sehr wichtiger Tipp. Schaut, wie ihr das bei euch in der Praxis umsetzen könnt. Und die nächste To-Do ist erledigt. Was haben wir gerade gemacht? In der FP steht demnächst eine Purge an. Das heißt, wir werden sehr, sehr viele Mitglieder aussortieren, weil wir einfach extrem auf die Qualität in unserem Netzwerk achten. Und genau, da haben wir gerade ein paar Texte und so einen Bot eingerichtet, der uns dabei unterstützen wird bei dem Ausführen von der Purge. Und jetzt geht es für uns auf jeden Fall auch ins Training.
waren sehr lange nicht mehr in unserem Gym hier in der Stadt und ich habe schon richtig, richtig Bock drauf. Was steht heute bei dir für eine Gym-Einheit an? Beine mal wieder. Beine? Ja. Nee, bei mir ist keine Beine. Ich werde heute Push trainieren. So, wir müssen es jetzt beeilen, weil ich muss noch Kontaktlinsen abholen und die machen in 15 Minuten zu und wir brauchen 10 Minuten hin. Übrigens ein Glow-Up-Tipp, wenn ihr eine Brille tragt, macht euch Kontaktlinsen. Ich weiß, es ist am Anfang unangenehm, aber da kommt ihr auch durch. Es ist viel, viel geiler mit Kontaktlinsen als eine Brille. Ich spreche nämlich aus Erfahrung, ich hatte offensichtlich dann selbst eine Brille. Hast du ihn vermisst? Oh ja, war eine lange Zeit her, dass wir jetzt den gefahren sind. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielleicht gibt es einen ordentlichen Kaltstart. Na, dann hoffen wir mal, dass die Luft noch in den Reifen drin ist, ne? Das war so ein Abfuck. Jawohl, Luft noch drin. Die treuen Zuschauer wissen, wovon wir gerade reden. Die wurden schon zweimal hier ausgelassen, die Reifen. Stark. Haben wir es bekommen? Wir haben es bekommen. Kostet circa ein Huni. Dafür habe ich jetzt 6 Monate Kontaktlinsen. Genau, alles entspannt. Wir haben einfach nur eine Minute gebraucht. Ich weiß nicht, ob du es schon erzählt hast, aber ich habe den Kia voll unterschätzt. Der ist schnell. Zack, auf geht's nach Hause. Was bleibt da stehen? Ich hab die gerade Clips rübergeschickt, Mann. Ja, Hände hoch, Hosen runter. Was habt ihr da? Sam hat uns heute ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk gebracht. Sehr stabil. Falls jemand die beiden kennt. Bitte cancelt uns nicht. Bitte nicht canceln. Was finden wir? Was ist die Kappe noch dazu? Schon geil. Bro, wo habt ihr die her? Musst du Sam fragen. TopG.com, mein Freund. Stark. So, nach dem Training gibt es für mich eine Kalorienbombe. Hack, bisschen Gemüse, einmal im Monat muss. Bisschen Reis, für Jakob gibt es Hähnchen. Man sieht es schön, hier Aufbau, da Defizit, so muss. Mit dem Gemüse war natürlich ein Joke, das haben wir damals in TikTok-Zeiten immer gesagt. Das hat die Leute richtig getriggert und die haben Kommentare geschrieben wie die Weltmeister. Ihr könnt euch nicht den ganzen Tag nur von Fleisch und Reis ernähren. Aber wir essen natürlich immer Gemüse, das ist gut für die Verdauung. Um euch vielleicht auch mal ein bisschen YouTube-Insights zu geben, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ich habe ja heute Morgen darüber gesprochen, dass wir bei YouTube was verändern werden. Und ab morgen werden wir schon mal eine Sache anders machen. Und zwar ist halt der Titel und das Thumbnail extrem, extrem wichtig fürs Video. Einige Leute sagen schon, dass Titel und Thumbnail wichtiger sind als das eigentliche Video. Und dementsprechend, vor allem bei Vlogs, ist halt wichtig, damit es nicht langweilig ist, dass man sich vor dem Vlog, bevor man quasi das ganze Video filmt, das heißt für uns direkt morgens, dass man sich da schon Titel und Thumbnail sogar schon überlegt und darauf dann das ganze Video quasi aufbaut und nicht andersrum. Weil wenn ein Tag mal nicht so spektakulär oder sowas war, dann ist es da schwierig, einen spannenden Titel und spannendes Thumbnail halt hinzunehmen. Und dementsprechend nehmen wir da jetzt immer so gewisse Themen, auf denen wir dann das ganze, den ganzen Vlog halt aufbauen. Im Prinzip inhaltlich wird es halt einfach gleich bleiben, nur wir werden wahrscheinlich mehr von euch Leuten da draußen erreichen, einfach weil es für euch interessanter sein wird. Schreiben jetzt nur noch die To-Do-Liste für den nächsten Tag, packen dieses Video in die YouTube-Pipeline und heute war ein ganz okayer Tag, wir sind ein bisschen später aufgestanden als sonst, aber wir waren ganz produktiv, es kamen aber noch ein paar organisatorische Aufgaben dazwischen. Wir werden jetzt noch ein bisschen vielleicht noch am Shop machen, die Produktbilder hinzufügen und die letzten Feinschliffe machen. Damit schließen wir dann auch den Tag ab und wir schließen hiermit den Vlog ab. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und wir sehen uns im nächsten.